Vielleicht die ultimative Einsteigerfrage ist es, mit welcher Aquariengröße soll ich eigentlich anfangen? Du interessierst dich jetzt für die Aquaristik oder gerade explizit hier für das Aquascaping und willst jetzt einsteigen, aber mit was für einem Aquarium? Wie groß muss das sein? Muss ich direkt mit 200 Litern einsteigen? Kann ich auch mit 30 Litern einsteigen? Was ist das Sinnvollste da für einen Einsteiger? Und obwohl ich persönlich immer sagen würde, fang mit dem an, was dir am besten gefällt, kann es ja durchaus sein, dass du vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hast, was denn die spezifischen Vor- und Nachteile einer bestimmten Aquariengröße wären. Und genau die möchte ich hier in diesem Video einmal aufzeigen. Bitte bedenke, dass das meine persönliche Meinung ist und meine persönliche Empfehlung an jeden, der mich dieses Thema fragt. Du wirst garantiert, wenn du andere Leute fragst, andere Ergebnisse auf diese Frage bekommen. Für mich geht es da halt vornehmlich um die Vor- und Nachteile, die ich dir gleich aufzählen werde und darum, warum ich glaube, dass das sinnvoll ist, so einzusteigen. Punkt Nummer 1 und natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade wenn du neu in ein neues Hobby einsteigst, ein kleines Aquarium kostet weniger. Die Anschaffungskosten sind geringer. Und das meint noch nicht mal nur die Anschaffungskosten für das Glas selber, was auch deutlich geringer ist, weil es natürlich einfach weniger Glas ist, was du da kaufst, sondern auch insgesamt die Anschaffungskosten für alle weiteren Komponenten. Denn je kleiner diese Komponenten sind, umso günstiger sind sie auch. Und das trifft auf alles zu. Das trifft auf den Filter zu, auf die Beleuchtung, auf eine potenziell vorhandene CO2-Anlage, auf das Glas selber, wie schon gesagt, auf den Unterschrank, falls du da einen eigenen kaufen möchtest. Ein kleines Aquarium hat einfach den Vorteil, dass es in der Anschaffung deutlich günstiger ist als ein großes Aquarium, wenn du von gleichbleibender Komponentenqualität ausgehst. Neben den Komponenten sind außerdem günstiger die ganzen laufenden Kosten. Für ein kleines Aquarium brauchst du weniger Wasser bei einem Wasserwechsel. Das heißt, da kannst du bei sparen. Für ein kleines Aquarium, wenn das beheizt werden muss oder selbst wenn nicht, auch alleine schon durch die Lampe, verbrauchst du weniger Strom als für ein großes Aquarium. Weil die Lampe ist kleiner, zieht weniger Strom, der Heizer ist kleiner, muss nicht so stark heizen, beziehungsweise die Wassermasse ist geringer, die aufgeheizt werden muss. Insgesamt sind also auch die laufenden Kosten für ein kleines Aquarium deutlich geringer. Und dazu zählt auch sowas wie beispielsweise Fischfutter, wie beispielsweise Düngemittel. Auch das ist günstiger, weil du natürlich bezogen auf die kleinere Wassermenge weniger Dünger brauchst oder weniger Futter, weil du natürlich eh nur ganz kleine, wenn überhaupt, Tiere in so einem Becken halten kannst. Da kommst du natürlich immer auf die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Tiere an, in was für einem Becken du die halten willst. Und Tiere sind auch immer ein Grund, gerne auf ein größeres Becken zu gehen. Das solltest du eventuell auch ein bisschen im Hinterkopf bedenken, wenn ich dir jetzt natürlich sage, warum ich denke, dass kleine Aquarien total toll sind und die ein guter Einstieg sind. Wenn du aber von vornherein sagst, du willst dieses oder jenes spezielle Tier, diesen oder jenen speziellen Fisch haben, dann ist das natürlich dein Ansatzpunkt. Und dann solltest du zuerst gucken, welche Haltungsbedingungen hat denn dieses Tier und was für eine Aquariengröße braucht denn dieses Tier. Und dann ist das natürlich das, woran du dich halten solltest. Ebenfalls ein großer Vorteil, der gerade für mich auch sehr, sehr spannend ist und mit einer der Hauptgründe, warum ich persönlich hauptsächlich kleine Aquarien habe, die Maintenance geht schneller. Der Wasserwechsel geht schneller. Wie schon gerade gesagt, du brauchst weniger Düngemittel, du brauchst weniger Futter. Du hast nicht so viele Pflanzen da drin, die du zurückschneiden musst, was halt potenziell auch länger dauert. Ich merke ganz, ganz deutlich den Unterschied zwischen meinen kleinen Aquarien hier, zwischen diesem 30 Liter Becken, was hier hinten steht, zwischen dem 60 Liter 60p, was hier neben meinem Schreibtisch steht, im Vergleich zu dem 160 Liter Biotopbecken im Wohnzimmer. Für mich persönlich ist das 160 Liter Becken bereits ein großes Aquarium. Der Wasserwechsel dauert länger als bei allen anderen Becken. Wenn ich nachschneide, dauert das länger als bei allen anderen Becken. Das ist einfach so. Je größer das Aquarium, umso länger natürlich auch der Maintenance-Aufwand. Ebenfalls ein Vorteil, ein kleines Aquarium kann relativ problemlos überall aufgestellt werden. Bei einem großen Aquarium ist es schon sehr davon abhängig, was für ein konkretes Untergestell du da hast. Die Untergestelle bzw. Unterschränke für große Aquarien sind explizit auf das hohe Gewicht ausgelegt, was so ein Aquarium natürlich einfach wiegen kann. Mein 160 Liter Becken wiegt ja alleine schon 160 Kilo mindestens durch das Wasservolumen. Da kommt das Glas noch drauf zu, da kommt die ganze Einrichtung noch drauf zu. Das heißt, auf 200 Kilo kriege ich so ein Becken locker. Das stellst du natürlich nicht mal eben hier auf so ein Billy-Bücherregal wie hinter mir. Ein 30-Liter-Becken, selbst mit Einrichtung und allem drum und dran, wiegt aber in der Regel nicht mehr als, sagen wir, 40 Kilogramm. Das geht schon eher auf so einem Sideboard oder auf einem Schreibtisch. Und du kannst natürlich noch kleiner gehen. Der Klassiker, mein persönliches Lieblingsformat, das Mini-M-Becken, 19 Liter. Selbst mit Einrichtung wird das vermutlich nicht schwerer als 25 Kilo sein. Das kannst du wirklich sehr frei irgendwo positionieren und bist damit natürlich auch sehr viel freier in deiner Raumgestaltung, wo das Aquarium stehen kann.
Und ein Vorteil, der jetzt ganz konkret aus der Sicht des Aquascaping spricht: ein kleines Aquarium kannst du sehr viel schneller, sehr viel kostengünstiger und sehr viel einfacher neu einrichten. Denn das regelmäßige Neueinrichten ist etwas, was im Aquascaping ja gang und gäbe ist und für mich persönlich ja auch wichtig ist, weil mir ansonsten ein Aquarium zu schnell langweilig wird. Ich habe meistens keine Lust darauf, ein Aquarium wirklich besonders viel länger als ein Jahr stehen zu lassen, weil nach einem Jahr habe ich alles gesehen, was in diesem Becken passieren kann. Ich habe das Layout gebaut, ich habe die Einfahrphase durchgelegt, ich habe die ganzen Algenphasen durchlebt, ich habe das optimale Pflanzenwachstum erreicht und dann ist es meistens der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt würde ich gerne was Neues sehen. Das ist aber meine persönliche Meinung dazu und auch mein persönlicher Anspruch daran. Wenn du natürlich sagst, dass du ein Aquarium gerne 5 Jahre, 10 Jahre unangetastet irgendwo stehen lassen willst, ist dieser Punkt für dich nicht so wichtig. Aber gerade wenn es explizit um das Aquascaping geht, ist eine regelmäßige Neueinrichtung natürlich auch ein regelmäßiges Training. So sollte man das auch betrachten, bei dem du immer wieder schauen kannst, dass dein neues Layout vielleicht noch ein bisschen detaillierter wird, vielleicht noch ein bisschen naturnah gestaltet wird, vielleicht noch ein bisschen aufregender einfach wird. Und dazu brauchst du einfach Übung. Und die beste Übung ist, wenn du halt regelmäßig neue Aquarien einrichtest, was mit einem 19-Liter-Becken sehr viel leichter und sehr viel schneller geht als mit einem 200-Liter-Becken. Aber natürlich haben kleine Becken nicht nur Vorteile und deshalb möchte ich auch auf 2 explizite Nachteile eingehen, die du natürlich in dem Zusammenhang auch immer wieder hören wirst, auch von anderen hören wirst. Punkt Nummer 1, und das habe ich gerade schon einmal kurz angesprochen: je kleiner das Becken ist, umso schwieriger ist es natürlich mit dem Besatz. Fische sind halt in Deutschland normalerweise ab 60 cm, ab 54 Liter gedacht. Dazu gibt es ja dieses entsprechende Bundesgutachten, was kein Gesetz ist, sondern nur ein Gutachten. Das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit, davon abzuweichen, beispielsweise für besonders kleine Arten, beispielsweise für Arten, denen das halt so nicht gefällt in so einer Größe. Allerdings ist das so die Grundlage, auf der die ganzen Haltungsempfehlungen normalerweise basieren. 60 cm, 54 Liter. Das heißt, wenn ich jetzt von meinem Mini-M rede, 19 Liter Aquarium, da kann ich normalerweise keine Fische drin halten. Oder wenn nur ganz ausgewählt. Kampffische sind da immer so ein typisches Beispiel, die auch gerne in kleineren Aquarien gehalten werden. Was immer geht bei solchen Aquarien, auch bei 19 Liter, sind Zwerggarnelen. Das ist überhaupt kein Problem. Schnecken ist auch immer gar kein Problem. Aber bei Fischen hört es halt auf. Für Fische musst du in der Regel eine bestimmte Mindestgröße haben und je nachdem, welche Fische du haben willst, geht die auch deutlich über 60 cm hinaus. Das heißt, das ist etwas, was du wirklich für dich persönlich selber überlegen musst. Willst du Fische haben? Wenn ja, welche? Und dann schaust du dich dort zuerst um und überlegst dir zuerst, was sind die Haltungsbedingungen für diese Tiere. Und danach kommt dann die Entscheidung, was für ein Aquarium du dir anschaffen solltest. Wenn das für dich nicht relevant ist, wenn du Zwerggarnelen toll findest und gar nicht so sehr auf Fische stehst, was bei mir zum Beispiel immer noch der Fall ist, dann ist halt ein kleines Aquarium auch gar kein Problem. Und dann ist dieser Punkt für dich auch gar kein Nachteil. Was allerdings immer explizit als Nachteil genannt wird und was übrigens auch in diesem Bundesgutachten, was ich gerade schon angesprochen habe, als Argument genannt wird, warum 60 cm und 54 Liter hier das Mindestmaß für Fischhaltung ist, ist die Wasserstabilität. Das ist jetzt in diesem Gutachten konkret etwas, was man durchaus mittlerweile anfechten könnte, meiner Meinung nach. Mal ganz davon abgesehen, dass das Gutachten mehrere Jahrzehnte alt ist und sich im Laufe der Zeit natürlich auch an der Technik einiges getan hat. Das Argument ist nämlich immer dieses: ein größeres Wasservolumen reagiert träger auf Schwankungen und reagiert träger auf potenzielle falsche Herangehensweisen mit dem Aquarium. Soll heißen, die Wasserwerte sind in einem größeren Wasservolumen in der Regel stabiler als in einem kleineren Wasservolumen. Und falls du irgendwas falsch machst, zu viel Dünger reingibst, zu viel Fischfutter reinwirfst aus Versehen, wirkt sich das auf einem großen Wasservolumen auch ebenfalls einerseits langsamer und andererseits gar nicht so stark aus, weil es natürlich auf einem viel größeres Wasservolumen verdünnt wird, als in einem sehr kleinen Aquarium. Heißt also, die Wasserwerte in einem 19-Liter-Becken sind potenziell etwas empfindlicher, etwas schwankungsbreiter als die in einem sehr großen Aquarium. Man muss allerdings trotzdem auch immer fairerweise dazu sagen, finde ich, dass mit aktueller vernünftiger Filtertechnik das kein Problem ist, meiner Meinung nach. Natürlich, wenn du etwas falsch machst, wenn du aus Versehen die halbe Düngeflasche in dein Becken wirfst oder aus Versehen die komplette Fischfutterdose da rein, dann ist das ein Problem. Dann ist das aber halt auch für ein großes Aquarium ein Problem. Vielleicht kein so großes Problem, aber es ist so oder so ein Problem, um was du dich kümmern solltest. Beispielsweise, indem du halt große Wasserwechsel mehrfach hintereinander durchführst, um diese ganzen Problematiken wieder in den Griff zu kriegen. Aber das gilt halt sowohl für ein großes als auch für ein kleines Aquarium. Und deshalb halte ich persönlich dieses Argument für nicht ausschlagskräftig genug, um damit die anderen Vorteile eines kleinen Aquariums quasi niederzureden. Trotzdem möchte ich es der Vollständigkeit halber natürlich nennen und in der Theorie ist es ja auch wahr.
Aber was ist denn nun die optimale Größe und was wäre denn eine sinnvolle Einstiegsgröße? Ich habe dir gerade schon gesagt, mein persönliches Lieblingsformat ist wirklich ernsthaft immer noch das Mini-M-Aquarium mit seinen 19 Litern. Das ist so klein und kompakt, dass du das wirklich überall hinstellen kannst, ist aber trotzdem groß genug, um beispielsweise auch schon Zwerggarnelen da drin zu halten, um beispielsweise auch schon so ein bisschen was mit einem Layout zu machen. Das klassische 60p-Aquarium mit seinen 64 Litern, was 60x30x36 vom Format hat, vielleicht auch etwas abgewandelt, vielleicht auch ein 60x40x40, aber so die klassische 60er Breite und dann vielleicht ein bisschen Variation in der Tiefe oder in der Höhe, ist ein tolles Einstiegsformat, wo du schon ordentlich Platz hast für ein Layout und wo du halt erste Fische auch drin halten kannst. Ich glaube tatsächlich, dass das der beste Kompromiss ist für den Einstieg. Ganz generell würde ich allerdings sagen, dass etwas dazwischen vielleicht noch ein bisschen idealer ist, wenn du noch nicht so richtig weißt, in welche Richtung du gehen willst. Wenn du vielleicht noch gar nicht weißt, welche Tiere du halten willst und das für dich noch nicht so relevant ist, dann würde ich mich orientieren so an dem Bereich 40, 45 cm. Da gibt es nämlich einige coole Aquarien. Mit 45 cm kommt natürlich das klassische 45p-Format daher, aber da kommt beispielsweise auch sowas wie der Denali Escapers Tank daher, der mit seinen 55 Litern durch die große Tiefe auch schon ordentlich Volumen bietet und ein tolles Format bietet, gerade für das Aquascaping, wenn du da einsteigen willst, weil die große Tiefe es dir erlaubt, auch viel mit Tiefenwirkung und Perspektive zu spielen, wenn du dein Layout aufbaust. Auch die kleinere Variation vom Scapers Tank mit seiner 40 cm Breite und 35 Litern Volumen ist ein tolles Einsteiger-Aquarium meiner Meinung nach. Bedenkt dabei, dass die beiden Scapers Tanks nicht aus Weißglas sind. Die sind aus Floatglas gefertigt, was potenziell einen leichten Grünstich haben kann. Man muss fairerweise sagen, dass das bei der Glastheke, mit denen die Scapers Tanks gefertigt werden, nicht wirklich auffällt. Du siehst das höchstens an den Kanten, du wirst das aber nicht bemerken, wenn du gerade durch das Aquarium durchschaust. Die anderen Formate kriegst du natürlich auch in Weißglas. Du kannst ja auch natürlich immer ein Aquarium individuell anfertigen lassen und dabei dann selbst bestimmen, ob du Weißglas oder Floatglas haben möchtest. Floatglas ist immer etwas günstiger als Weißglas. Weißglas ist dafür, wie der Name schon sagt, etwas klarer. Aber diese Klarheit, das ist wichtig zu wissen, wird erst dann relevant, je dicker das Glas wird. Also gerade ein sehr großes Aquarium aus Weißglas macht einen deutlichen optischen Unterschied im Vergleich zu einem sehr großen Aquarium aus Floatglas. Bei kleinen Aquarien mit dünnen Glasdicken ist das nicht so richtig wichtig, aus welchem Glas das gefertigt ist. Gerade nicht, wenn es um dein erstes Aquarium geht. Meine Empfehlung wäre also, schau dich um in dem Bereich so 40 bis 60 cm. Das sind tolle Einstiegsgrößen. Und gerade wenn du auf die 60 cm Breite gehst, dann hast du da auch schon die Option, erste Fische mitzuhalten. Und das halte ich für den idealen Einstieg sowohl in die klassische Aquaristik als auch in das Aquascaping, weil du hast alle Optionen damit offen, hast aber trotzdem noch nicht so ein Riesenbecken, wo halt ein Wasserwechsel lange dauert, wo du viel Dünger für brauchst, wo du viele Zusätze für brauchst, wo du natürlich auch bei der Einrichtung, ein Punkt, den ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, wo du auch natürlich bei der Einrichtung mehr Masse brauchst. Du brauchst mehr Bodengrund, du brauchst mehr Pflanzenmasse. All das ist ja auch etwas wieder, was halt auf den Preis schlägt. Du brauchst mehr Hardscape, du brauchst mehr Steine, mehr Wurzeln. Und deshalb halte ich tatsächlich 60 cm für eine super Mittelgröße, mit der du alles gut abdeckst. Wenn du weißt, dass Fische für dich gar nicht so wichtig sind, würde ich sogar noch etwas kleiner gehen und so Richtung 40, 45 cm schauen. Damit hast du nämlich ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, weil du kannst auf hochwertige Komponenten gehen, ohne dass der Preis sofort übermäßig teuer wird. Und du hast aber trotzdem die Möglichkeit, schön mit Design zu arbeiten. Du hast keinen großen Arbeitsaufwand. Du kannst es immer mal wieder neu machen, wenn du möchtest, ohne dass sich das sofort Unsummen an Geld kostet. Das ist für mich die ideale Einsteigergröße.